Da haben wir einfach eiskalt das DLC durchgespielt. No, das schreit nach. Neues Spiel, neues Glück. Ja, und da läuft es schon. Da fährt es hinterher. Schaden erlitten. Greife wieder an. Energieschilder erkannt. Versuche es mit einer anderen Waffe. Achtung, Gegner visiert uns an. Bitte Deckungsfeuer. Nein. Schwachstelle ungeschützt. Aua! Heiß, heiß! Dafür kann ich ja nicht! Stellungsschutz, vielleicht erinnert man sich an dich! Gib mir Deckung! Au! Hey! Was ist denn los hier? Jetzt komm ich! Schaden erlitten! Schadenstufe Omega! Selbst wenn du mit Kraft kommst, verlierst du den Krieg! Zustand verschlechtert mich! Na, ja, wollen wir dann mal schauen, ob es immer noch so ist. Wenig Munition. Naja, nicht so schlimm. Das ging mal schön schnell. Das Ding dabei ist, was sollen wir denn eigentlich noch mit diesen, was sollen wir eigentlich dann noch mit diesen, Cola Kong. Okay. Was sollen wir eigentlich dann noch mit den Autoteilen? Wir haben das Auto komplett aufgerüstet. Bin bald wieder da. Ach lol, da ist ein Dings noch, okay. Also, eigentlich in dem Sinne, storytechnisch haben wir alles erledigt. Wir haben die Projekte zum größten Teil durch. Also klar, hier können wir noch sagen. Okay, das sind noch die beiden Sachen, was wir aber an sich jetzt nicht so wichtig ist. Starker Vertriebmagnet, Overdrive-Erhaltung, Multiplikatorsicherung, ja. Und hier haben wir halt alles schon. Hier haben wir halt auch schon alles. Den haben wir auch schon komplett durch. Also klar, wir könnten jetzt sagen, komm, wir ziehen das jetzt so lange durch, bis wir halt alles voll haben. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich sehe gar keinen Sinn dahinter, das jetzt zu machen. Weil es ist jetzt nicht mehr eigentlich groß vonnöten. Aber lass uns mal im Allgemeinen mal gucken. Was würden wir noch machen können? Weil eigentlich wäre das, was wir jetzt noch machen könnten, klar, wir könnten ein bisschen aufdecken, dies, das, jenes. Hier haben wir immer noch so ein paar Sachen, die wir machen könnten. Aber das Ding dabei ist eigentlich da. Weißt du? Eigentlich haben wir... Bestätigt. Entspann dich einfach. Der Phönix übernimmt die Steuerung. Eigentlich können wir den Bosskampf machen, den letzten. Oh, es juckt. Oh, ist ja fies. Autopilot offline. Ja, nicht so schön. Wisst ihr was? Wir schnappen uns einfach unser Icarus und dann fliegen wir jetzt dahin. Und dann werden wir den ganzen Laden da mal aufmischen. Ich finde, es hört sich richtig gut an. Und zwischendurch werden wir vielleicht nochmal irgendwo hingehen, wo wir unsere Munition nochmal kurz aufladen können. Komm, wir gehen mal nochmal nach Wellspring. Da können wir unsere Munition aufladen, weil wir die brauchen. Und dann, ja.
geht's ab in den Showdown. Hier wird auch wieder gefälzt. Hallo Sumpfgebiet. Weil wir sind ja jetzt nicht darauf ausgelegt, jetzt das ganze Spiel 100% durchzuspielen. Das will ich gar nicht. Also jetzt nicht. Ach ja, ich hoffe, es geht euch trotzdem allen soweit gut. Ups. Ernsthaft, jetzt sind wir wieder hier. Mit ziemlich verarschtem Spiel. Warum hier? Das Spiel will, dass ich zuerst nach Dings gehe. Da. Dann machen wir das. Dann laden wir uns da auf und dann wissen wir ja, wo wir hin wollen. Oh, ist das ja fies. Ich hasse ja Mücken. So. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Ja, aber nein. Also ja, Banditenunterschlupf, aber nein, ich habe keine Lust. Alles klar. Hallo. Hier gehen Bürgermeister die Verstecke in Kneifrisch im Büro. Einfach mal mitnehmen. Erscheinungsbild eines eisernen Willens. Störung einer Beerdigung. Verkauf von Haushaltsgeräten, getarnter Bomben. Häuten eines Zahnarztes. Ich weiß nicht, ich kann sie irgendwie verstehen, wenn sie das machen. Ich habe wirklich seltene Waren für dich. So, wir laden uns mal komplett auf. Wir haben ja mehr als genug Geld. Jemand kommt raus. Erlassen ist unbeschadet zu gehen. So. Jetzt haben wir einen weiten Weg vor uns. Wo müssen wir überhaupt lang? Da. 7000 Meter. Wisst ihr was? Diese 7000 Meter überspringe ich für euch. Und wir sehen uns gleich wieder. Fahr, Autopilot, fahr! Geil! Jetzt ist ein Waffenkonvoi mal und den nehmen wir auseinander, als wenn hier nichts wäre. Unfair, sagt er, ja, da Pech. Jetzt erst kommt mal zuerst. Ich bin froh, dass ich nicht stehen bleibe und euch damit ausradiere. Oh, jetzt geht's los. Okay, Leute, ich bin gleich beim Hauptquartier der Obrigkeit. Los geht's. Diesem brennenden Haufen Scheiße zeig ich's. Du hast den Predator. Halt ihn ein. Du, da kannst du auch von ausgehen. Die werden wir jetzt so auseinandernehmen. Aber jetzt übernehme ich es mal persönlich. Alle, wow. Das ist mal eine Erfolgsquote. So, jetzt ist es spaßig. Komm schon. Komm schon!
Panzer, los! Ich wollte sagen, was ist das denn? Oh, hier nur zwei Bäume. Knochenbrecherspitze. Ach, schöner Name. Oh, das sieht gut aus. Wer hätte das gedacht? Die Sache mit dem Predator klappt. Die Geschütze feuern nicht. Vor dem Haupttor ist eine Plattform. Fahr einfach drauf und der Scrambler erledigt dann den Rest. Bleib cool, Walker. Stillhalten. Der Scrambler verbirgt deine Signatur und trickst den Scanner aus. Scan ergebnislos. Wie versprochen, hat funktioniert. Der Scanvorgang wurde gestört. Sicherheitsverfahren Delta initiiert. Ja, war klar. Bestätigung vorlegen. DNA-Probe? Ich dachte, das wäre alles durchgeplant. Oh. Bestätigung vorlegen. Gefahrenstufe steigt. Doc, hören Sie mich? Ah ja, natürlich. Ich habe die perfekte digitale Version von Cross-DNA. Ich übertrage jetzt die Datensequenz. DNA-Analyse abgeschlossen. Willkommen, General Cross. Das war knapp. Ihr macht mich fertig. Hast du das Szenario nie durchgespielt, quasi? Nein, aber es hat funktioniert. Jetzt denkt die Maschine, dass sie der gute General sind. Wie amüsant, denn die Maschine im I... Okay, ich bin drin. Halte dich bedeckt. Du schaffst das. Ich weiß nicht. Walker braucht Unterstützung. Ruhig Blut, Lilly. Mach keinen Aufruhr. Der Ranger schafft das schon. Was sagen? Opfer sind überflüssig. Opfer? Nein. Wir fahren gerade durch die Basis und es passiert nichts, ist ja der Wahnsinn. Ups. Hartnäckig wie die Pest, nutzloser Protégé. Ein Wunder, dass du so weit gekommen bist. Du hast doch nicht ernsthaft gedacht, dass wir es nicht bemerken, wenn ein zweiter General Cross meine Basis betritt. Natürlich. Alles wird geplant. Cool. Ah, töten wir sie alle. Gloria? Hä? Ja, komm. Du hast bestimmt bemerkt, dass wir nicht zu stoppen sind. Bitte? Natürlich sei es zu stoppen. Sieht man doch. Easy. Einfach. Was visiert ihr denn da immer ständig an? Würde mich jetzt mal interessieren. Na? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Wow, was die an Schaden machen an dem Panzer, das ist ja der Wahnsinn. Na, noch irgendwer? Ich habe deine Stümpereien überall in meinem Werk entdeckt, Protégé. Was willst du denn überhaupt erreichen? Ich will nur dich töten, mein Freund. Mehr will ich gar nicht. Draußen, easy, machen sie keinen Schaden, hier drin. Drei Raketen, das Ding ist kaputt, das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe deine Stümpereien überall in meinem Werk entdeckt, Protégé. Was willst du denn überhaupt erreichen? Vor allem, wie kommt der mal ständig drauf zu sagen, Protégé, wir sind kein Protégé. Noch wer? Oh, das war ja schön einfach. Warum nicht immer so? Ah, es ist schön einfach. Warum nicht immer so? Na? Ja, bestimmt witzig zu sehen, wenn man hier zu Fuß reinlaufen würde. Das wäre wahrscheinlich die Möglichkeit, wenn man zu Fuß reinlaufen würde. Mir ist es gerade zu einfach. Aber ich find's cool. Ey, deine Waffenphase Delta bringt dir nichts, das wollen. Nee, irgendwie nicht gecheckt oder was? Ja, ich weiß, wir gehen gerade ein bisschen vorsichtiger um. Ich weiß. Ja, komm, mein Freund.
Eieiei, die machen aber auch einen Schaden, ey. Ja, ja, wir wollen niemanden schaden. Hm. Wer soll es glauben? Wer soll das denn glauben? Hey. Ich stecke fest, so eine Scheiße. Ach, Scheiße. Ich hätte vorher doch raussteigen müssen. Verdammt. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Sehe ich voll und ganz ein. So, meine Freunde, jetzt reicht's mir. Ihr wollt meinen Panzer haben? Okay, eine Sache. Ihr wollt mich haben? Ganz andere Sache. Reicht mir! Ich wollte sagen, kannst du mal sterben? Ach Leutchen, ach Leutchen, es ist doch wieder schön, meine Schrofeln zu benutzen, euch die Fresse wegzuschießen. Uhu. Hallo. Achso. Du und deine hirnlosen Komplizen, ihr scheint nicht zu verstehen, dass die Menschheit ihren Weg eingeschlagen hat. Hallo. Wenn der Mensch vernichtet ist, wird die Obrigkeit die Welt wieder mit Wesen bevölkern, die den Namen Homo sapiens auch verdient haben. Ist das so? Also ihr seid es auf jeden Fall nicht, meine Freunde. Ihr seid es nicht. Ihr seid es nicht, versteht ihr es nicht? Ah nee, ihr seid ja nur die Obrigkeit. Weisheit habt ihr nicht mit Löffeln gefressen. Stimmt ja, da war ja was. Du wagst es? Ernsthaft? Jetzt geht's aber los hier. Wenn es dir gelingt, dann komm zu mir. Ich würde dich sehr gern persönlich abschlachten. Oh ja, lass uns das machen. Mit der Prämisse, dass ich dich dann abschlachte, ja? Schlecht euch! Ja gut, das war jetzt anders. Achso, der fällt jetzt runter. Ah, nee, beide fahren runter, okay. Ah.
ist denn los mit euch? Was wippt ihr denn so rum? Ja doch, bleiben wir jetzt mal bei dem hier. Na komm, ey, lass mich hier runter! Lass mich hier runter! Ich will doch noch töten. Danke. Packen wir sie ab! Okay. Ihr wollt sie anders. Dann ist am Ende doch nichts über dich rufen. So muss es heißen. Ja, jetzt krieg ich Schaden und schon töten. So muss das sein. Was hast du gesagt? Was? 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 Du bist doch der knallte Ranger! Bei dir gibt es keinen Schadensschrei. Bei dir gibt es geil Schaden. Muss ich dir nicht beibringen, wie man hier seinen Job macht. Black Clayton, kommst auch du als Andenken in meine Ruhmeshalle. Ich hoffe doch. Geil. Oh nein. Okay. Dich fackel ich ab, mein Freund. Dich fackel ich ab. Dies ist der Anfang einer neuen Ära. Einer Ära der Reinheit, Disziplin und Wissenschaft. Obwohl nicht. Dein Tod ist der Beginn einer neuen Zeit. Komm, mein Freund. Also jetzt ist es ein bisschen einfach hier, ne? So. Eigentlich schon ihm unfair gegenüber, ne? Weil er gar keine Chance hat. Ich will nicht länger warten. Wenn du kommen willst, dann komm endlich. Sonst ergib dich meinen Wachen und lass dich wie ein Hund abknallen. Was? Aber was stimmt mit dir nicht, mein Freund? Andersrum, ich knall deine Wachen ab wie ein räudigen Hund. Ganz einfach. Hm. Ja, ist das so? Das sehe ich anders. Was zur Hölle? Was wirst du jetzt tun? Dich töten? Diesmal werde ich dich töten. Für immer. Ach du Scheiße. Ach, das Ding, was die Motoren gebaut haben. Ich erinnere mich. Ich werde dich auslösen. Aber du hast schon. Mehr drauf. Raket für alle. Na komm, mein Freund, komm! Raketen im Anflug!
Ist das dein Angriff oder Crowleys? Crowley? Er ist Crowley. Es ist unvermeidlich, aber diese Metatraktivität, das sinnlose Kämpfen, das werde ich an der Menschheit vermissen. Was? Tschüss! Geil, los! Ja komm, mein Großer. Ich spüre deine Panik. Du fühlst den nahen Tod, oder? Nein, nicht wirklich, nein. Sorry, nein. Den fühle ich irgendwie nicht. Ab der! Geil! Ich mach ja auch so fertig. Komm. Ach, weißt du, mein Freund. Was ist los? Du wirst mit dem Schwert der Toten getötet. Ah. Soll ich mal etwas benutzen, das Ding ist geil. Na komm! Ich werde dich auslöschen! Raketen im Anflug! Raketen für alle! Ich werde dich auslöschen! Ach, komm schon, Rose. Nein, komm, das ist so einfach. Weiß aber schon, sinnlos. Das ist, ich bring dich um deine Rache immer wieder. Was war's? Was hast du getan? Fang nicht! Das ist Wissenschaft! Der Nanotreten-Virus, das dich Dr. Quasier damit geschickt hat, wohlwissend, dass es dich auch töten würde. So,
Wir reisen also gemeinsam ins Jenseits. Nutzt ja unser Protégé. Passiert. Tja, was sollen wir machen? Halte durch, Walker, ich komme! Jetzt wird's interessant, jetzt wird's richtig interessant. Komm schon, halte durch, Walker! Atme weiter! Atme! Was denn, du existierst auch noch? Walker? Walker! Fuck! Ich hab dich, Bruder! Los, starke Frau! Was? Wenn nicht, das war's? Ernsthaft? Oh. Okay, gucken wir mal. Naja, auf jeden Fall war es eine geile Runde. Also, geile Runde, geiles Spiel. Aber kannst du nicht erzählen, dass das alles war? Da muss noch ein bisschen mehr kommen, oder nicht? Aber ich finde die Comic-Art gerade ziemlich cool. Muss ich schon sagen, finde ich cool. Tja, das war Rage 2. Aber bezweifle ich, dass das jetzt irgendwie war. Da muss danach noch unbedingt was kommen. Tja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Also, die Frage ist ja jetzt die, was passiert jetzt? Also eigentlich müsste jetzt sowas kommen, da das Walker ja jetzt ja durch die Nanotritenkrankheit ja ganz schön mitgenommen wurde, müsste ja eine Möglichkeit finden, weiß nicht, Dr. Quasir oder sonst wer, ihn ja irgendwie zu heilen. Denke ich mir jetzt. Also anders kann ich es mir nicht vorstellen. Deswegen wird es auf jeden Fall gleich interessant, was noch passiert, sobald der Endscreen dann zu Ende ist. Und wisst ihr was? Solange der Endscreen läuft, nutze ich es kurz aus, mir was zu trinken zu holen. Ich bin gleich wieder bei euch.
Was mir gerade auffällt. Das ist mir eben gerade aufgefallen, weil ich es gesehen habe. Dass der Comic, den wir sehen, eigentlich nur eine Zusammenfassung von dem ist, was wir im Spiel gemacht haben. Also storytechnisch. Lol. Aber sind wir ja fast durch. Sehen Sie, es geht ihm gut, wie ich sagte. Ein kleiner Nanotriten umprogrammierender Cocktail. Mehr war nicht notwendig. Sie hatten verdammtes Glück. Aber wenn ich in der Lage bin, Walker zu retten, dann ist vielleicht auch jemand in der Lage, Cross zu retten. Sie brauchen mich noch. Lady, weg hier! Ah, du bist zurück. Der Ranger weilt wieder unter uns. Dagger hat übrigens funktioniert. Es gibt keine Cross-Klone mehr. So viel wir wissen. Aber dass wir dich fast verloren hätten. Quasi hat dein Leben riskiert. Das Serum, mit dem du Cross getötet hast, hätte auch dich umbringen können. Er konnte den Prozess umkehren, nachdem Lily dich geholt hatte. Zu seinem Glück. Lily wollte ihm gleich dort sein schlaues Hirn wegpusten. Wenn du dich erholt hast, gibt es viel Arbeit für den Vineland Ranger. Aber zuerst ruhst du dich aus. Walker, nicht reden. Ich bin für dich da. Wenn du bereit bist, wartet viel Arbeit auf dich, Ranger. Ah.
Ja, was soll man dazu jetzt sagen, ne? Auf dem meisten... Oh, Gottes Willen. Was willst du, Ranger? Ey, ich bin gerade erst von den Toten wieder erwacht und schon schreist du mich an? Du hast uns alle beeindruckt, Walker. Das Rückgrat der Obrigkeit ist gebrochen. Der Wiederaufbau kann beginnen. Aber du hast bestimmt viel zu tun. Auf den letzten Ranger dürfte sehr viel Arbeit warten. Es wird immer neue Bedrohungen geben. Viva, da es Cross nicht mehr gibt und Clegg Clayton auch weg ist, wird jemand anderes die Situation ausnutzen und erneut für Ärger sorgen. Sie brauchen mich da draußen. Ich weiß. Viel Glück, Ranger Walker. Wenn du bereit bist, Walker, gibt es für einen Ranger und eine Supermechanikerin da draußen viel zu tun. Unfassbar, dass du quasi mit der Waffe bedroht hast. Unfassbar, dass dieser Psycho frei rumlaufen darf. Er könnte uns alle ausradieren. Er könnte ein Supervirus schaffen, eine neue Art Mutanten, irgendeine verdammte Bombe oder Gift. Er ist durchtrieben, ja. Aber haben wir nicht dringendere Probleme? Es wird Chaos geben nach den Kämpfen. Banditenbanden werden auftauchen. Die Reste der Kriegsmaschinerie der Obrigkeit, die zügellos umherstreifen. Zurück zur Tagesordnung. Marco, Goons gesichtet. Boss. Ich weiß, dass sie im Augenblick nicht gut schlafen. Also will ich sie auch nicht nachts stören. Gestern Abend haben wir auf Patrouille 4 oder 5 Kerle gesehen, die versucht haben, die Klippe auf der Südseite der Stadt zu erklimmen. Ich habe ein paar meiner Männer geholt, um sie von den Felsen zu wischen. Aber als ich mit meinen Leuten zurückkam, waren sie weg. Ich weiß nicht, warum sie auf einmal den Mut hatten, sich Wellspring zu nähern. Aber ich schlage vor, dass wir heute Abend eine Wache aufstellen. Das sollte man auf jeden Fall machen. Fahren wir erstmal runter und dann schauen wir mal weiter. Pass auf dich auf. Ja. Bürgermeisterin Hager, unsere Kundschafter haben beobachtet, wie sich die Immortal Shrouded in den Scrablands niedergelassen haben. Die Frage ist nur, wie sie mit dem Mutanten-Crusher da draußen fertig werden. Mit Sackschädel, dem Peiniger. Er ist bekannt dafür, alles und jeden zu töten, der sich seinem Versteck nähert. Ich habe fast Mitleid mit ihnen. Fast. Hey! Wo finde ich? Hallo! Aber auch nur fast. Tja. Hey. Jetzt muss man so überlegen. Gibt es noch was zu tun? Eigentlich nicht. Aber wir schauen mal einfach mal in die Questlog. Ja, ein paar Handelsaktivitäten. Ein paar Orte. Nee. Tja, meine Lieben. Was soll ich sagen? Das war's. Wir sind durch. Wir sind mit dem gesamten Spiel durch. Das ist echt der Wahnsinn. Was soll man dazu jetzt sagen? Auf jeden Fall war es geil. Es hat super viel Spaß gemacht. Muss ich wirklich gestehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es gäbe dann irgendwann die Möglichkeit, via New Game Plus weiterzuspielen. Aber irgendwann vielleicht, aber jetzt nicht sofort. Ich bedanke mich trotzdem herzlich fürs Zuschauen. Und danke, dass ihr so lange dabei wart bei Rage 2.
Und dann würde ich glatt behaupten, bis zum nächsten Spiel. Kommt gerne auf Twitch. Ja, twitch.tv/therattesan. Steht aber auch in der Videobeschreibung. Und ja, dann bis zum nächsten Spiel. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.